Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. So, bei uns jetzt Maurice Trapp, VfL-Innenverteidiger. Nach langer Verletzungspause und Reha-Phase endlich wieder dabei. Wie gut tut es, auch mal wieder Bestandteil einer Pressekonferenz zu sein? Ja, habe ich dir gerade schon gesagt, aber die Kamera, glaube ich, noch aus, gibt mir jetzt nicht so viel, gehört dazu, mache ich auch gerne, aber was mir viel mehr gibt, ist, mit den Jungs wieder auf dem Platz zu stehen. Du bist jetzt seit Anfang Dezember wieder voll im Mannschaftstraining dabei, hier und da wurde ja auch schon im Dezember gemunkelt, vielleicht bist du schon Bestandteil des Kaders, im Dezember hat es dann aber nicht mehr geklappt und jetzt sieht es ja sehr gut aus, dass du am Mittwochabend gegen Sandhausen auf jeden Fall im Kader bist, ne? Ja, der Trainer meinte ja gerade, dass ich auf jeden Fall im Kader stehe. Es sollte eigentlich auch schon gegen Dresden klappen, aber da war organisatorisch, Entschuldigung, ein kleiner Fehler unterlaufen. Deswegen hat es da leider nicht geklappt, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass jetzt am Mittwoch das erste Mal wieder ist. Und selber vom Selbstbewusstsein, wovon gehst du aus? Also du stehst vielleicht nicht nur im Kader, sondern möglicherweise auch gleich in der Startelf, oder? Die Frage muss ich dem Trainer stellen. Also ich weiß es nicht, wer spielen wird oder wie wir spielen wird. Natürlich rechnet sich jeder seine Chancen aus. Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Vorbereitung gespielt. Aber am Ende entscheidet der Trainer und dann werden wir sehen, wer am Mittwoch spielt. Es sind ja auf deiner Position mit Lukas Guganik und Jost van Aken zwei Neue im Grunde von außen gekommen. Genau, Moritz Heyer auch noch. Wie sieht da so, sag mal, die Feinabstimmung aus? Könntest du praktisch mit jedem in der Innenverteidigung spielen oder ist die Eingewöhnungsphase ziemlich schnell gewesen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ging schon ziemlich fix, weil der Trainer auch sehr viel ausprobiert hat. Wir haben, glaube ich, in jedem Testspiel mit unterschiedlicher Konstellation gespielt. Zwei, also Viererkette mit Dreierkette, zwei Innenverteidiger, drei Innenverteidiger. Mo kann auch auf der Sechs ausspielen, deswegen haben wir da sehr viel ausprobiert. Und es hat, glaube ich, mit allen gut geklappt, sogar gegen Sturm Graz, da habe ich sogar als rechter Innenverteidiger gespielt mit Jost, haben uns da ein bisschen abgewechselt im Spiel, war ein bisschen wild, aber es hat alles ganz gut geklappt eigentlich. Also alle Konstellationen sind denkbar? Ja, ich denke schon, ja. Lass uns nochmal auf das vergangene Dreivierteljahr kurz schauen. Gab es viele Phasen auch in deiner Reha mit Höhen und Tiefen, wo auch wieder Rückschläge da waren. Was war das Schlimmste in so einer Zeit, in der man den Kollegen nur beim oder vorm Fernseher zuschauen kann? Ja, das Schlimmste war natürlich nach dem Aufstieg, man hatte sehr viel Euphorie, man wollte sehr viel anpacken, hat sich neue Ziele gesetzt und dass man dann so lange ausfällte, war schon bitter für mich. Das Schlimmste war eigentlich die Ungewissheit, immer sehr viele Fragezeichen, keiner konnte mir so richtig weiterhelfen, habe viele Ärzte besucht, wir haben es konservativ versucht. Hätte man jetzt später gewusst, dass die Operation helfen würde, hätte man natürlich schnell die Operation gewählt, aber ich denke, das ist normal, dass man versucht, die zu verhindern. Aber wie gesagt, jetzt ist das Thema abgehakt, ich bin wieder gesund, ich bin wieder hier und jetzt können wir nach vorne schauen und wieder neu angreifen. Dein letztes Punktspiel für den VfL war am 20. April vergangenen Jahres gegen Aalen, wo er den Aufstieg perfekt gemacht hat. Wenn du jetzt die Mannschaft, die Aufstiegsmannschaft vergleichst mit dem aktuellen Kader, sind ja einige neue hinzugekommen. Wie würdest du das vom Qualitätsstandard her einordnen? Na, ich denke, dass der Konkurrenzkampf einfach nochmal erhöht wurde. Jetzt auch wenn Cocker kommt zurück, ich komme jetzt auch wieder zurück, haben wir natürlich viel mehr Spieler für die Abwehrpositionen besetzt. Das Mittelfeld ist nochmal kompakter geworden. Deswegen glaube ich, dass der Konkurrenzkampf uns nochmal nach oben schubsen wird vom Level her. Und dass es auch gut ist, dass die Charaktere wieder sehr ähnlich sind. Also wir haben keine Diva dabei oder so, sondern alle haben wirklich das gemeinsame Ziel vor Augen. Die Mannschaft steht über allem und das ist das, was uns wieder ausmacht dieses Jahr. Nach wie vor ausmacht. Ne? Ihr habt keine Diva dabei und ihr seid eine Mannschaft. Kannst du noch ein bisschen so die Zuseher mitnehmen, wenn so ein neuer Spieler wie Hassan Sissai jetzt zu euch kommt? Wie wird er begrüßt? Gibt es ein spezielles Ritual oder gebt ihr einfach nur die Hand und sagt Hallo oder wie läuft sowas ab? Ja, man stellt sich vor und fragt natürlich erstmal, wie es ihm geht, weil ich glaube, wir alle waren schon mal in der Situation, wie er jetzt ist. Es ist ein neues Land gekommen vielleicht, wir haben einen Verein gewechselt. Das ist immer sehr schwierig, vor allem für einen jungen Spieler. Da versuchen wir uns einfach so angenehm wie möglich zu machen, unsere Mannschaft reinzukommen, unseren Kreis, gehen vielleicht öfter mit ihm essen, zeigen ein bisschen die Stadt, so versuchen es einfach angenehm zu machen für ihn. Und während deiner Abwesenheit hast du ja kurzfristig auch deinen Platz in der Kabine verloren, hast du uns ja vor einigen Wochen erzählt, den hast du aber kampflos wiederbekommen. Ja, es ging schnell. Du musstest keinen nachhaltig überzeugen? Nee, ich habe einfach freundlich darum gebeten, dass er vielleicht den Platz räumt. Wer war das? Sag uns. Ist ja unwichtig. Alles klar, dann wünschen wir viel Glück für Mittwoch. Dankeschön.